liebe Kartoffelfreunde, willkommen zurück zu System Shock. Wir sind in Frachtraum 2, um die Keykarte für Frachtraum 1 zu bekommen, um in Frachtraum 1 den Code für den Engineering Access zu bekommen. Und ich höre einen Affen. Ich glaube, da kann ich die... Aua! Aua! Sag mal! Blöder Affe. Die Affen hier haben's faustdick hinter den... Oh! Au! Oh, noch einer! Krasse Freak-Affen. Laboratory worker from MedSci called me down to the vivisection room yesterday. He felt the lab chimps were exhibiting uncommon intelligence. I sat with one for 4 hours and tried to probe it with the psi-amp on a beta-4 cycle. It failed to respond. I, of course, assumed it was because it was incapable of reacting to the sophisticated beta-4 cycle. But then, I realized it was blocking the probe intentionally. As soon as I raised the psi-amp to attack it, the creature lashed out with its arms and projected a cryokinetic field towards me, paralyzing my arm. I immediately side-dampened the monkey and then stunned it with an electric prod. Das ist aber nicht nett. Ups. Medical. Was ist das? Swift Boost. The Swift Boost trademark implant boosts agility by 1, burning up 1% of its charge every 10 seconds. While the Run Fast trademark implant concentrates on stimulating the leg muscles, the Swift Boost trademark implant speeds up reaction times for the entire body. This implant is popular among gymnasts and other athletes, but it hasn't caught on fully with the military yet. Ja, ich meine, warum nicht, ne? Kann man ja mal sich reinhauen. Da wir ja beide Implantatplätze freigeschaltet haben. Gibt's hier was? Nö. So, ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, hier waren wir fertig. Das hier kann man ja einfach mal aus Spaß hacken. Ja. Okay. Gut, ja. Wir müssen definitiv die Skills erhöhen, weil das wird auf Dauer so nicht so richtig was werden. Wir haben jetzt 6 Cyber-Modules, da müssen wir noch ein bisschen was zusammenkriegen. Aber ich denke mal, das wird schon passen. Es wäre schon mal schön, wenn ich ein bisschen zusätzlich AP... Oh, ich habe Anti-Personal Bullets. Armor Penetrating Gedöns finden könnte. Guck mal, wie schnell wir jetzt sind. Wahnsinn. Light Combat Armor haben wir schon. Oh. Mensch! 5 Nanites, super. Den schicke ich mal nach ganz oben, den Lift, und nehme den anderen. Voll auf die Omme. Ist noch einer. Ah, über uns wahrscheinlich. Na komm. So, was ist das hier? Dicke Krallen. Okay, ich hatte jetzt irgendwie erwartet, dass ich hier irgendwas finde. Notes.
Was? 1, 2, 4, 5, 1 ist ja da ganz am Anfang gewesen. Get to Deck 4 to meet Dr. Polito. Irgendwie hatte ich gedacht, wir wären hier schon... Do not waste time patting yourself on the back. Get down to that shaft engineering and reset the pro- Ja, okay. Gut. Nicht, dass wir hier noch gar nicht sein sollen, aber eigentlich... R&D Sektor, Deck 2 Crew Science Sektor. Oh oh, hoffentlich sind wir hier richtig. Vielleicht habe ich hier auch wirklich irgendwas übersehen, aber ich glaube eigentlich nicht. Hier war ich schon überall. Mal zwischenspeichern. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Wow! Wow! Oh. Scheiße, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Oh, er kommt. Ich versuche jetzt an ihm vorbeizukommen. Oh, da ist er. Oh, hier gibt es noch eine andere Seite, deswegen. Ah, nice. Oh Gott, oh Gott. Wenn meine Waffe kaputt geht. Könnte das so ein Problem werden. Das hier? Standard Bullets, na toll. Oh Mann. Zum Glück sind die nicht so... widerstandsfähig, wie ich gedacht habe. Oh Mann, das kann nicht gut sein. Oh. Schnell! Oh. Okay. Ja, das hat nicht funktioniert. Ich wollte eigentlich Quicksave laden. Quicksave. So, das probiere ich jetzt nochmal aus. Ist es schon aktiv? Nee. So, speichern. So. Kann ich das hacken, ohne dass es mich sieht? Ja. Was machen die da? Ah, es hat sich doch gelohnt. Ich hatte nicht bedacht, dass ich hier auch noch raus muss.
Mal gucken, ob ich hier um die Ecke komme. Oh, nein! Ah, shit. Ah, was soll's. Okay, schnell raus hier. Das gefällt mir gar nicht hier. Hi there. Please make your selection. Ah. X-Skill of 3. Wir waren doch am Anfang. Nee, Moment. Da hinten ging's raus. Okay, Cargo Bay 1. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es hier nicht oh, ja, da geht's schon los. Nicht angenehmer wird. Hygienic. Storage. Entschuldigung, irgendwie kriege ich dauernd Nachrichten bei WhatsApp. Kurz einmal ausmachen. So. Oh, hier ist wieder so ein. Ach so. Das sind jetzt mir mittlerweile die angenehmsten tatsächlich. Silence the Discord. Oh, nice. Surgical Unit. Gedöns. I'm sorry. Me too. We seek. Ups. So dunkel. Es wäre ganz schön, wenn man eine Taschenlampe hätte. Your flesh betrays you. Ich glaube, ich weiß besser, was ich mit meinem Fleisch mache. Jetzt trifft er mich auch noch. So. Ist das hier? Nix. Ja, Mensch, hier ist ja richtig viel los. Ich habe immer Angst, dass ich was übersehe, aber hier ist, glaube ich, tatsächlich nichts weiter. Eine Ladestation wäre schön. So, wir sind da. Dann können wir erst noch nach rechts. Hm. 2B? 2A? Achso, Entschuldigung, wir waren in Cargo Bay 1. Oh nein. Zwei auf einen Schlag mit zwei Kugeln, aber was soll's. Hatte ich das Ding hier schon aufgesammelt? Achso, ja. Tausendmal tatsächlich. Okay, da ist noch irgend so ein komischer Roboter. Hoch, 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 hoch. Oh, krass. Nichts, nichts und wieder nichts. Oh, nice. Chips. Armor Piercing, yay. Okay. Dann ein bisschen weniger Angst vor den Turrets. Lift is malfunctioning. Maintenance will arrive shortly. Naja. So. Wow! Okay.
Habe ich jetzt gerade verfehlt, ja. Ich habe schon wieder verfehlt. Okay, oh shit. So, pardon, ich musste leider einmal ganz kurz unterbrechen. So. Tut mir leid, das war nicht geplant. So, weiter geht's. Genau, ich bin im Lift hochgefahren. Ja, das hier ist natürlich ein bisschen problematisch mit dem fetten Roboter. Hallo Roboter, mach mich kaputt. Was zum... Achso. Nicht dein Ernst, oder? What the fuck? Ja, das das klappt sehr gut. Ich bin völlig begeistert. Ich glaube, ich werde jetzt mal das einfach von hier ausschalten. Beziehungsweise auf der Runterfahrt sozusagen. Wenn es denn geht. Nochmal einen höher fahren. Okay. Muss ich mich nur noch irgendwie um diesen Roboter kümmern. Komm, AP, AP, AP. Nee, gar nichts, sehr gut. Oh Gott, der nimmt ja gar kein... Oh, das sind zwei Stück. Das ist nicht gut. Tschüss. Oh, okay. Das Ding ist, ich weiß auch nicht mal, ob das jetzt Hand und Fuß hat, dass ich da hinten rumlaufe. Nur es sieht ja so aus, als würde es da noch... Wow, jetzt wird es da noch ganz interessante Sachen geben. Mann! Okay. Ich glaube, ohne panzerbrechende Munition kann ich das gerade vergessen. Deswegen... Ja, hier ist auch noch Storage. Da sind bestimmt... Da sind bestimmt gute Sachen mit bei. Sonst würde das hier nicht so lustig geschützt sein. Also, denke ich jetzt einfach mal, zumindest. This lift has been taken offline for repairs. Na toll. Das ist ein absoluter Albtraum. Version 1 Hacking Software, okay. Well, we can't get the malfunctioning turrets offline, and now Xerxes isn't even talking to us. Pollard thought of a workaround. By running bypass into central control, we can hack into the turrets locally and take control of them. However, that means walking right up to the little sons of bitches and hoping they don't go off. One thing is sure, I'm going to figure out what the hell happened here. Okay, das hat ja nicht so gut geklappt. Aber man muss es ja zumindest versucht haben.
es ist schon nicht so einfach. Standard Bullets. Das ist doch aber nicht alles, wofür ich jetzt hierher gekommen bin, oder? Oh, stimmt. War ja was. So, hier ist jetzt hoffentlich der beste Shit drin, den es gibt. Mann. Ah, danke. Oh, wow. Psy-Hypo. Saft. Dankeschön. Vielen Dank für den Saft. Das sieht nicht gut aus. Na, das lasse ich lieber da drauf liegen. Nein, als. Egal, ich will jetzt weiter. Jetzt ist genug langsam, ne? Power drained. Ich brauche eine Station. Dings Station. Holy shinoli! Ach, hey. Speichern. Wie bitte? Das ist, fühlt sich an wie Verschwendung, deswegen lasse ich das mit der Dingenskirchen hier. Ah, hier sind nur Psy und Weapon. Ich brauche aber Maintenance, sonst geht's bald nicht weiter. Oh Mann. Die ist nämlich auch bald kaputt. Okay. Ich bin irgendwie nicht ganz bei mir. Ich bin hier jetzt hergerannt, weil ich dachte, oh, wir haben ja die Karte. Aber die brauchten wir ja für den anderen Cargo Bay. Und da... Oh nein, das ist wahrscheinlich bei den Robotern. Okay, ich würde sagen, das war's für heute erstmal. Ich mache dann das nächste Mal mit dem Code weiter. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.